Unser Strom funktioniert nicht, daher haben wir auch kein Licht. Das Rollo ist auch kaputt. Brauchen wir eine Werkstatt? Schaffen wir es allein? Können wir das Problem heute lösen? Das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Ja, so leben mit so einer fantastischen Aussicht, das wäre definitiv was für mich. Blick auf La Gomera. Ah, naja, ihr wisst ja, wir selber, wir haben jetzt andere Probleme. Beziehungsweise wir haben uns heute Morgen schon hier hingestellt. Da kam der Mian hier vorne schön auf den Spielplatz mit den anderen Kindern. Die anderen stehen da drüben. Wir werden uns jetzt trennen. Wir müssen jetzt definitiv mal zum Baumarkt. Also gestern Abend haben wir auch gesagt, komm, ist egal. Jetzt geht's los. Ja, ihr seht, 5 vor 1, wir werden uns jetzt aufteilen, damit wir irgendwie vorwärts kommen. Mops wird jetzt einkaufen mit dem starken Milo. Und wir werden mal die Fähr- und Entsorgung anstreben, der Mian und ich, damit wir dann ja zum ersten Baumarkt dann auf jeden Fall können. Oder wir fahren direkt zu einer Caravan-Händler durch. Ich bin mir gerade noch unschlüssig. Oh ja, rein in den großen Merlin Leroy. Ich glaube, genau so heißt der Laden. Und wenn ich sowas hier schon sehe und die Stärke von so einem Kabel sehe, dann könnten wir vielleicht doch hier verdammt richtig sein. Drückt uns definitiv mal die Daumen, ob wir hier fündig werden. Und ich habe mir jetzt auch das Band hier mitgenommen. Vielleicht finde ich auch sowas in einer guten Länge. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt mal hier was gefunden. Also sowas werde ich mir mal jetzt definitiv zulegen, damit ich es einfach immer dabei habe. Leute, vielleicht auch ein Tipp an euch, wenn ihr mal dann was messen wollt, müsst, dann habt es dabei. Ich nehme jetzt einfach mal so ein bisschen Kabel mit. Das würde ja reichen. So einen Schuh dann, um ihn drauf zu machen, das habe ich auf jeden Fall noch. Und jetzt geht es halt um diese Sicherung. Aber hier sagte gerade schon ein Mann, na, ob wir sowas haben, weiß er nicht genau. Jetzt gucke ich mal in der Kfz-Abteilung. Aber jetzt sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Wahrscheinlich wird es echt darauf hinauslaufen, dass wir dann ja, zu diesen einen Camper-Firma da fahren müssen. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen weiterfahren. Und das ist auch gar nicht so schlimm. Ich glaube, sowas gibt es auch auf der ganzen Welt, wenn man sich das mal anguckt. Nur bei uns heißt es ein bisschen anders. Ne? Ja, hier sieht es ganz nach Kfz-Abteilung aus. Da gucke ich mal rein. Also in Sachen Werkzeuge bin ich ja der absolute Messi. Und ich habe jetzt gerade eben auch die hier von der Maxbank gefunden. Klar, wo sollten sie auch sein? Hier hinten drin ordentlich wegsortiert. Illo ist doch richtig. Kann ich Daniel mal seine wiedergeben? Dann haben wir jetzt wieder eine. Oder nehme ich gleich zwei mit? Wir brauchen ja momentan zwei. Ach, eine reicht auf jeden Fall. Ja, ich dachte, ich habe vielleicht sowas irgendwie hier drin. An irgendein Kabel oder keine Ahnung was. Aber nee, leider hast du das nicht. Ne? Man hat ja immer alles doppelt und dreifach. Das haben wir jetzt nicht. Ja, muss ich jetzt wahrscheinlich doch zum Kfz-Typen fahren. Ich wollte es eigentlich nicht, bei denen das dann auch zu erklären. Das ist jetzt recht schwer. Naja, machen wir los. Ja, ich bin jetzt immer noch im gleichen Ort, wo der Baumarkt ist und ich will jetzt mal hier zu so zwei, drei, also hier sind zwei, drei Kfz-Werkstätten. Vielleicht haben die auch sowas. Also der Weg, der jetzt eigentlich sehr kurz ist, ist durch einen riesen Stau jetzt irgendwie komplett dicht. Zu diesem Campingladen wird es irgendwie eine Dreiviertelstunde dauern. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu weit. Deswegen will ich es jetzt erstmal hier versuchen. Das mal gleich durch, wird wahrscheinlich jemand sagen, ich werde schon eine Lösung finden, wir schaffen das schon. Ja, das war ja mal eine Zufallsbegegnung. Ich war jetzt bei Rotex, so heißt das Ganze, so sieht der Laden aus, mit so einem richtig schönen Fahrzeug hier vorne.
Und die Chefin kann sogar Deutsch, also die hat jetzt gesagt, pass auf, fahr hier die Straße zurück, runter, da gibt es zwei Elektroläden, also Elektroläden, das wird mir mega in die Karten jetzt spielen. Und die könnten sowas sicherlich haben, also drück mal die Daumen. Die haben das jetzt nur nicht hier, weil die halt ja, keine Elektrik machen. Naja, gucken wir mal. Ja, das Ganze war jetzt gar nicht weit, also da oben ist die Werkstatt, wo ich gerade war. Und hier bin ich jetzt bei Elektro Zafiro. Fragen wir hier mal nach. Ja, das war ja jetzt mal richtig Glück hier im Elektro Zafiro. Und ich kann euch sagen, ich habe gleich 4 Stück. Ich muss mal kurz den Zettel halten. Ich habe jetzt 4 Stück davon gekauft, ganz ehrlich. Das gibt's ja gar nicht. Überall mit den Sicherungen. Also genau das, was ich brauchte. Und ich bin jetzt nicht dahin gefahren. Also Kabel habe ich gekauft. Die Teile habe ich gekauft. So ein Schuh, um an den Pluspol zu kommen, habe ich. Jetzt müssen wir den ganzen Sitz abbauen und so weiter. Jetzt brauche ich den Daniel. Der Daniel steht hier irgendwo im Ort. Die sind wahrscheinlich lecker Schappi am machen. Jetzt fahren wir mal zum Daniel und mal gucken, ob der Daniel uns helfen kann. Und wir werden mal testen, ob wir so das Ganze zum Laufen bringen. Ich bin auf jeden Fall super glücklich. Aber ich kann euch sagen, ich habe jetzt für 4 Dinger 32,10 Euro bezahlt. War mir auch egal, weil so habe ich 2 auf Lager. Man lernt ja immer aus Fehlern. Also ich habe eine Wasserpumpe auf Lager. Ich habe wegen uns die Gasanlage ist ja zerschossen. Ich habe da so ein Milliampere, ich bin jetzt durcheinander, ihr wisst schon. Millibar-Regler habe ich dabei. Und ich werde jetzt auch diese Sicherung haben, denn so könnten wir 2 Kabel überbrücken, sage ich mal jetzt. Oder ich nehme vielleicht erstmal nur 1 und bräuchten eventuell dieses CBE-Teil jetzt nicht irgendwie auf die Kanaren schicken lassen. Ja, wo soll ich das denn hinschicken, wenn wir dann, wenn das in 4 Wochen ankommt oder sowas? Und das ist nochmal ein extra Zoll, was man dann hier abschließen muss, was auch total kompliziert ist. Auf welchen der nächsten Inseln, wir reisen ja auf mehreren Inseln, ist ja klar. Das heißt klar, aber ist halt so. Und ja, ich bin jetzt gerade eben sehr, sehr glücklich, dass ich das irgendwie hingekriegt habe. Nur ich habe 1 nicht, um hier den Schuh drauf zu machen, so ein Klemmteil. Wasserpumpzange. MacGyver lässt grüßen. Wir kriegen das Ganze hin. Ich bin guter Dinge. Ja, nach der großen Siegesfeier brauchen die Helden natürlich wieder was zu futtern. Ihr seht, was geht. Die anderen, also der Daniel ist noch bei McDonald's. Das muss ich jetzt mal petzen. Wir gehen ja nicht nach McDonald's allgemein. Die wahrscheinlich auch nicht. Also ja, ich habe gesagt zu Mops, ich will, lass mich doch zu McDonald's, aber du sagtest nee. Nein, die kriegen kein Geld, nur für Eis. Nur für Eis. Gib halt Eis für dich, denn bald ist die Challenge vorbei und du kriegst auch ein Eis da oben. Nein. Naja, die kommen jetzt gleich. Wir haben uns jetzt hier verabredet am Aldi-Parkplatz. Die werden wahrscheinlich noch einkaufen müssen. Er sagte auch ja. Hier ist auch schön ebenerdig. Ich habe jetzt schon einiges vorbereitet. Ich habe schon mal hier einen Schuh drum gemacht um das Ganze. Und hier schon mal die 15er Sicherung reingepackt. So, Essen geht los. Ja, Mops sagte gerade eben noch, ich soll auch mal bitte hier den Venti, den soll ich mal ins Licht bringen. Was kann der Venti? Der rettet uns wirklich den Popo. Also wir haben noch einen hinten in der Heckgarage. Also so wild ist es jetzt noch nicht. Aber man kann den auf jeden Fall, zack, so hinstellen. So wahrscheinlich. Ach nee, genau so. Dann kann man ihn hinhängen. Zack, irgendwo hinhängen. Auch nicht schlecht. Oder man stellt ihn dann halt so auf kurze Distanz. Oder nochmal hoch. Da könnte ich quasi jetzt Mops oben im Alkoven. So, wenn ich ihn jetzt anmache. Zack. Dann kriegst du da oben schön Zug ab. Ja, das Teil ist genial. Also so oder so. Wir hatten es eigentlich immer nur für draußen geplant. Jetzt ist es natürlich gut für drinnen auch. Ne? Siehst schwer begeistert aus. Ja, das mag ich überhaupt nicht hier. Guck dir das mal an. Der ist eigentlich gar nicht auf dem Tisch. Der ist auf meinen Knien. Also Nudeln waren schon heftig, aber Reis ist der Endgegner definitiv gegen alles. Ich finde, du stellst dich ein bisschen an. Ich stelle mich auf jeden Fall extrem an, aber ich bin voll hier in dem Sitz, ist es drin, zu dir ist es gerade rübergesprungen. Guck mal unterm Tisch. Guck mal. Aber wie hast du dir das vorgestellt mit Baby? Meinst du, der ist so ordentlich wie unser Großer oder was? Ich habe gar keine Vorstellung mehr. Ich bin überfordert. Also ich muss euch sagen, der Elo wollte gerade mit ihm draußen essen gehen. Da habe ich gesagt, nein. Warum? Der soll hier ganz normal bei uns am Tisch sitzen und essen. So ist das nun mal. Der Milo, Hauptsache dir schmeckt, ne?
Ja, ne? Lecker, ne? Ja, lecker. Noch ein Männchen hier drin in seinem Fangbehälter. Lecker. Der hat auch was gefangen. Oh nein. Lecker. Nein. Oh. Heute machst du auf jeden Fall hier den Abwasch und alles. Achso, du nimmst mal den bequemeren Teil. Ich mache immer den Abwasch und hänge unten bei gestern. Weil du keine Lust hast. Wie, weil ich keine Lust habe? Weil du in Ruhe machen willst, anstatt du die Kinder betreust. Nee, aber das will ich nicht machen. Das erinnert mich gerade an so einen Arbeitskollegen von mir. Der hat immer gesagt, der hat früher, wo die Kinder klein waren, hat er mal Spätdienst gemacht. Der hat immer Spätdienst gemacht, weil das war für ihn angenehmer gewesen. Ja, angenehm. Guck dir das mal an. Ja, was denkst du, wenn man sich mit mir immer hatte? Du sagst ein Kehrblech, jetzt sagt sie gerade zu mir, ja, ich brauche dann ein Kehrblech und einen Feger. Wie ja. willst du denn nassen Reis auffegen? Der ist ja aber nicht eingearbeitet. Ich hole mir jetzt einen Feger, pass mal auf. Ja, ich bitte mal, befreie mich mal hier von diesem auf Unheil. Auf jeden Fall. Man darf selbst alles an der Beine. Auf jeden Fall. Erinnert mich das ganz stark an meinen Arbeitskollegen, der dann schön immer, wo die Kinder klein waren, Spätdienst gemacht hat. Und wie gesagt, ach, wegen den Kindern? Ja, der hat Kinder gehabt, oder? Ja, klar. Ach, guter Mann, oder was? Ja, und ich hatte das, ja? Genau das, Illo, hatte ich mit Mian auch. Ach, jetzt habe ich das erstmal verstanden mit dem Spätschicht. Ah, ja. Ich brauche Spätschicht. Hm. Ich hätte gerne mein eigenes Büro und Spätschicht jetzt. So, jetzt gucken wir uns mal hier den Teppichfeger an. Ja. Hm? Und das ist ja ein richtiger Teppichflitzer hier. Siehst du? Geht locker, ne? Ach, guck mal. Es geht locker, ne? Boah, das war so abwegig, ne? Ja. Eine das Katastrophe ist das. Ey Leute, ich muss leider zugeben, ich habe immer die besten Ideen. Ach, ja. Mit dem Dingsband, hier, wie heißt das, mit dem Paracord, ist auch auf meinen Mist gewachsen. Das ist alles auf meinen Mist gewachsen. Ja, die ganze Welt ist sowieso auf deinen Mist gewachsen. Ja, auf jeden Fall, der Daniel kam hier gerade eben reingeschlichen, der hat sich jetzt hier das Werkstatt. Ach, jetzt bricht der Milo. Jetzt bricht der Milo auch noch mir hier schön in den Schuh rein. Ach Leute, Familienleben, ist das nicht schön? Ich habe das Werkzeug. So, jetzt lass mich an die Arbeit. Du kannst ja alles wegmachen, komm. Nö. Wie, nee? Nö. Ich dachte, ich wäre jetzt raus. Ich mache jetzt erstmal in Ruhe, ich fege. Du hast dein Problem. Ich muss ja hier die Aufgabe, das übernehmen. Du hast ja gesagt, du machst das Kind. Also bitte. Ich habe überall Reis am... Ja, bitte. Am, und hier du, ist alles vollgespuckt. Du wolltest die Kinder, bitte. Oh, okay, ich nehme die Spätschicht. Da hinten am Thermomix ist noch ein bisschen, ja, aber ich ja muss natürlich doch schon zugeben, Mops. Du bist natürlich Weltklasse, ne? Boah, jetzt nimmst du mich auf den Arm. Nein, wirklich. Boah, Leute, ihr müsst mal, ihr hättet mal sehen sollen, wo ich gesagt habe mit dem Feger. Also, das bringt ja gar nichts. Ja, da so, unten. Und jetzt macht er hier einen auf so. Ja, hier unten, da komme ich natürlich mit dem Besen nicht dran. So, dann müsste ich das zur Seite tun. Aber den sein Gelaber, ne? Ja, was denn? Komm. Ja, komm. Dann hebt doch jedes Körnchen einzeln hoch. Und hätte ich jetzt ein Kerblech, dann würde ich das mit dem Feger auf dem Kerblech machen und gut wäre. Hast du da mit dem Zewa den Thermomix geputzt, Mops? Du weißt, ich mag es nicht. Ach, jetzt soll ich dir nicht auf den Sack gehen. Das hat sie gar nicht so laut gesagt. Komm, lass mich da auch mal ein bisschen provozieren. Weil wir auch Kinderzuschauer haben. Ach so. Ja, der Elo schon wieder. Nein, am Ende des Tages passt ja alles gut. Und jetzt gucken wir mal irgendwie, dass wir vorne an den Stuhl kommen. Ja, ob ich jetzt was essen kann, weiß ich nicht so richtig. Nee. Ja. Ja, ich hätte natürlich auch mal im Baumarkt mir ein bisschen Werkzeug holen können. Das ist auch noch eine Sache, das muss ich auf jeden Fall machen. Also die Kappe von letztem Mal hier, hier sieht man wieder den Staub, die habe ich auf jeden Fall schon abgelassen, weil ich weiß ja ganz genau, wir mussten noch mal ran. Ich mache jetzt hier wieder die 6 Schrauben los und dann kommen wir mal richtig ran. Ja, es hat sich nichts an der Situation verändert. So viel ist klar, also das Lämpchen ist immer noch am Leuchten. Also wie gesagt, dieses Teil brauchen wir neu. Mit TU30LK. Das kriegen wir alles schon hin. Ich bin auch guter Dinge. Jetzt gilt es auf jeden Fall, hier den abzumachen. Also vom CBE. So habe ich es auf jeden Fall verstanden. Die ist ja, das ist eine tote Leitung. Hier kommt nichts an. Hier müsst ihr was anfassen. Anfassen werde ich trotzdem nicht. Aber wir haben auch das Messgerät, habe ich ja jetzt hier vorne. Übrigens, dafür habe ich 16 Euro jetzt bezahlt. Also 16 Euro, Leute. Sowas kann man dabei haben. Jetzt habe ich mir schon mal hier alles fertig gemacht in ganz schön lang, also ihr seht es. Ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht das Richtige, aber Leute, hey, verzeiht mir das mal bitte. Damit, auch der wird natürlich zu klein sein, das werde ich da jetzt irgendwie reinfummeln. Ich habe nichts Größeres jetzt gerade eben gefunden. Jetzt schließen wir mal den hier ran und dann halten wir es mal am Pluspol. Lass uns mal gucken, was dann passiert. Ja, auch hier die Frage, wie kriegt man das ab, die möchte ich einfach in diesem Fall beantworten. Also hier habe ich schon raus, ne? Ihr seht ja diese Nase, die muss jetzt nach oben gedrückt werden
Und jetzt bräuchte ich die linke Hand, damit ich alles nach vorne ziehe. So, wir haben jetzt alles angeschlossen. Der Daniel ist wiedermals, vielen lieben Dank Daniel, zur Hilfe da. Er hält dran, falls was passiert, passiert ihm was. Ich darf nur nicht ihn berühren, aber es kann nichts passieren. So viel ist klar. Jetzt testen wir es mal. Aha. Es läuft. Ja, wir haben jetzt gerade eben mal geguckt, das Licht funktioniert nicht. Jetzt haben wir auch erstmal die Kabel verlegt, also da unten sieht man das Ganze. Wir haben jetzt die blauen Kabel darüber gelegt, damit es dann natürlich optisch erstmal schön ist. Das ist ja auch alles hier nur ein Pflaster, Leute, ne? Also so viel ist klar. Jetzt springt mir gerade eben schon die Batterie raus und wir wollen natürlich auch nochmal alles hier prüfen. Ich habe ja jetzt hier der neue Gerät von mir. Für gute 16 Euro habe ich ja gerade schon gesagt. Und das Gute ist, der hat ordentliche Batterien. Also dann brauche ich nicht immer einen Feuermelder dran. Das machen wir jetzt mal zu und dann gucken wir mal, wo ist das Problem? Warum haben wir jetzt kein Licht? Ah, jetzt auf einmal geht's. Ihr seht es hier, flackern und leuchten. Jetzt funktioniert alles, ne? Warum, Daniel? Was hast du jetzt verändert? Okay, ich habe es jetzt durchgetrennt, das blaue Kabel. Vorhin bin ich mit dem Kabel direkt an den Stecker und habe es dran gehalten, aber anscheinend hat es dann doch keinen Kontakt gehabt. Jetzt haben wir das durchgetrennt, haben es viel mit der Batterie, mit Plus verbunden. Ja, Mops ruft von hinten. Ja. Hinten hat sie nichts, aber ich glaube, das hintere Licht ist dann wieder mit der Maxvan zusammen. Es sind ja auch zwei. Das da oben, ja, mach nochmal an. Ja, das da oben geht jetzt auch. Mops drückt hinten, aber das wird ja, da ist ja die Maxvan auch dran. So, jetzt? So, guck mal jetzt hinten. Jetzt geht's auch. Ja, in diesem Fall, ich habe gerade nochmal mit dem Sven alles abgesprochen, telefoniert. Also nochmal vielen lieben Dank, Sven, für deine Hilfe hier aus der Ferne. Ne? Also liebe Grüße an den Womo-Meister, auch an Mike und Tina an dieser Stelle. Wir sind froh, dass wir uns damals entschieden haben, das dort haben zu machen. Weil, ihr habt es ja selber gesehen, es war Samstag, wir konnten den Sven, also von dem Freitag hatte ich ihn abends geschrieben, am Samstag hatte er sich dann zurückgemeldet, also ich habe ihn auch geschrieben, Boss, ihn nicht sofort melden, wir schlafen eh erstmal. Und ja, man hat sich zurückgemeldet, man hat mit überlegt, man ist über WhatsApp Video durchgegangen, alles, ja, was kann man machen, was kann man nicht machen. Und wir sind froh, dass wir jetzt eine Lösung haben, hier in der Ferne ein Pflaster drauf zu machen und ja gut. Das mit dem Rollo, das ist natürlich noch eine Sache. Ich habe jetzt kein Band heute gefunden. Ich habe nur so ein dickes Hanfband gefunden. Das passt natürlich nicht. Da muss man sich was überlegen. Aber wir sind wieder gut durchlüftet. So viel kann ich sagen. So, jetzt heißt es auf jeden Fall erstmal den Sitz wieder dran schrauben mit den 6 Schrauben und dann mal gucken, ob der Daniel das dann da vorne angeschlossen kriegt. Es ist angeschlossen schon. Ist schon angeschlossen. Ja, super. Naja, das Bild wird schon ein bisschen pixelig. Aldi, wir sagen Dankeschön, goodbye und werden uns für den nächsten Tag auf jeden Fall vorbereiten, denn morgen haben wir was richtig Schönes geplant und das werden wir nicht nur morgen machen, sag ich mal so, aber jetzt gilt es erstmal einen Schlafplatz wieder zu finden. Von der Sonne haben wir heute nicht viel gehabt oder nicht gesehen, aber ich bin mega stolz auch auf mich. Ich denke mal, der eine oder andere, der hat jetzt schon gedacht, boah Junge, warum fährst du nicht einfach zum Camper, also zum Techniker oder sowas. Ich bin froh, dass ich es dann doch selber irgendwie geschafft habe, langen Atem bewiesen habe. Aber ich sage, jetzt müssen wir erstmal los. Jetzt ist wieder dunkel, dribbelig und man merkt hier, wie gesagt, der Verkehr ist hier ganz schön viel. Deswegen würde ich sagen, erstmal los. Der Platz ist uns jetzt auf jeden Fall sicher. Wir stehen gut aneinander gekallt für das nächste Abenteuer. Wir standen gerade kurz draußen. Wir freuen uns wie kleine Fritten. Wie kleine Fritten, naja. Elo, was quatschst du da wieder für Müll? Ist egal, die Vorfreude ist riesig auf jeden Fall. Und wir haben schon gesagt, das, was wir morgen machen, das wollen wir nochmal machen. Weil das ist wirklich ein ganz großes Ereignis. Also jeder von uns freut sich extrem. Naja, wo sind wir? Was machen wir morgen? Das erfährst du definitiv in der nächsten Folge von Elo und Mops. Bis dann. Ciao.